Diese Ratchets sind irre! Du musst sie erledigen, bevor ich rauskomme! Boah, ist das Ding geil! Okay, der Kurs ist wirklich toll, aber jetzt soll ich an irgendwelchen Subjekten herumexperimentieren? Wo zum Teufel soll ich denn Hirnproben hernehmen? Scheiße, Reese hat mir einen Wartungsauftrag wegen eines Ratchet-Nestes in Sektor 19 erteilt. Das ist irgendwie so eine Energie. Ich werde meinen Freund nie retten können, wenn ich mich dauernd um Ratchets kümmern muss. Es sei denn... Kaboom! Gut, denn das ist das. Das ist geil, wenn du mit so einer Schrot direkt vor so einem Vieh stehst, einfach drauf schießt und puff, ist es weg. Ja, noch besser ist, wenn du das selber mit dem Raketenwerfer machst. Schön in den Kopf ist. Oh, was riecht denn? Jetzt kommt doch immer noch das Dicke da hier. Komm, mach den Käfig auf, oder? Was hier irgendwo noch? Ah, da fliegt was. Bleib stehen, geht doch. So, finde Terry. Ich geh mal da hoch an der Konsole. Yep. Drück den Knopf. Oh, es fühlt sich so gut an, wieder draußen zu sein. Na los, sag hallo. Was, wo, hallo? Hey, wo? Ich bin verwirrt. Ist er jetzt hier oben? Ach, der ist jetzt da drüben. Hä? Hey, das ist auch nicht Terry. Hier ist die Tür. Das ist auch irgendein Viech. Ich bin verwirrt. Einen Moment. Du bist ein Ratch. Ja, dank meinem Freund Terry. Er hat mir das Leben gerettet. Komm schon, wir müssen ihn finden. Echt jetzt? Da können wir jetzt so ein Häslern hinterher. Das ist natürlich hier vorne der Tote. Oh ja. Nein, Terry! Okay, sag mir, was los ist, oder ich fange an auszuschlagen. Terry war mein bester Kumpel. Als mein menschlicher Körper krank wurde, schwor er mich zurück. Er nahm an einigen Econet-Kursen teil und fand dieses Labor. Und schon bald hatte er herausgefunden, wie man menschliche Gehirne in Ratchets implantieren kann. Alle anderen Ratchets hier sind fehlgeschlagene Experimente. Terry musste den Hirntransferprozess testen, bevor er ihn an mir ausprobiert. Dafür benutzte er Banditen und Maliwan-Soldaten. Schnell! Unsere einzige Chance, Terry zu retten, ist es, sein Hirn in einen Ratch zu verpflanzen. Oh Gott, dann wahrscheinlich in den da unten. Nein, du musst nicht. Okay, es passiert wirklich. Nimm jetzt sein Gehirn, damit wir ihn wieder erwecken können. Toll, der Hirntransfertank ist unten. Ach, aber Garys Käfig ist im Weg. Hey, Gary! Ich werde dein Gesicht essen. Ich werde die Haut deiner Mutter wie eine Kimono tragen. Ich fütter dich mit deinem Kinder. Ich glaube, das müssen wir jetzt gleich erstmal entfernen hier. Aus dem Spiel. Gary, wie er leibt und lebt. Ein Maliwan-Kriegsverbrecher. Ich glaube, er hat früher Leute gegessen. Leg diesen Schalter um, damit sein Käfig runterfällt und wir zum Transfertank kommen. Tschüss. Wir sehen uns nachher. Ich werde deine Seelenmilch trinken. Deine Fußnägel brechen. Ich werde dich mit deiner eigenen Zunge füttern. Hey, Gary ist rausgekommen. Ich bleib hier oben. Nee. Könntest du ihn vielleicht töten und diese Hirntransfer-Sache machen? Das hätte ich nicht erwartet, dass der hier ankommt. Komm schon, Schlappschwänze. Oh ja, das Energieding voll aufgeladen, ist ja ganz böse vom Schaden. Wo bist du denn? Seh dich gar nicht. Ich bin hier unten. Ach so, du bist da unten. Ich kämpfe die ganze Zeit mit Gary und denke, hey, wo bist du denn? Hey, Gary ist
So. Fantastisch! Jetzt steckt Harry Kern in der Transferkammer. Je länger wir warten, desto mehr verlieren wir von Harry. Transferkammer, dann müssen wir da hoch. Anscheinend. Hä? Ist da unten der Transfertank? Ja, was ist das hier? Gut, diese Hässlons gibt's auch in der Badass-Variante. Da ist bereits ein frischer Ratch drin. Ich weiß nicht, wie Terry die Hirne rausbekommt, aber ich habe gesehen, wie er neulich einen Eisportionierer geschliffen hat. Okay, ich hau einfach auf die Tasten und dann funktioniert diese Hirnübertragung hoffentlich vollautomatisch. Terry, ich bin's, Glenn! Kannst du mich verstehen? Es macht nur komische Geräusche. Ah, jetzt muss ich mit ihm sprechen. Ich wollte gerade wieder hochlaufen. Jetzt Glenn. Ich glaube, du musst da unten noch ein paar Tasten drücken. Er hat nur ein paar Schwierigkeiten, sich anzupassen. Versuch mit ihm zu reden. Erinnere ihn daran, dass er ein Mensch ist. Hör zu, du bist besser als das hier. Du bist nicht nur ein Ratch. Du bist Terry. Und du lebst. Am Leben. Ich, Glenn, ich bin am Leben. Und ich bin ein Ratch. Du hast mich zurückgebracht. Ich bin am Leben. Terry, wir haben es geschafft, Kumpel. Wir haben überlebt. Hey, Retter, ich habe ein Dankeschön für dich. Okay, ich habe das kleine Gummiding gefunden, das man über den Daumen zieht. Und du wirst nicht glauben, wo, wow, ein sprechender Ratch. Ich bin nicht auf dem neuesten Stand. Oder besser, nein, sag nichts. Glaubwürdige Bestreitbarkeit. Ich werde einfach ein paar Chefsachen machen und in die andere Richtung schauen. Na, wir haben diesen coolen Atlas-Waffenprototypen gefunden, als wir ins Labor zogen. Oh, Waffen. Aber er funktioniert nur mit, du weißt schon, Händen und so. Viel Spaß damit. Ach so, irgendwo, das brauchen wir nicht. Das ist, was hier liegt. Warte mal, die wollen noch irgendwas von uns. Glenn, du hast es geschafft! Du hast mich zurückgebracht! Ja, Mann! Ich wollte dich nicht tot auf dem Boden zurücklassen. Richtig. Ich hab deinen Körper gegessen. Entschuldigung. Nein, 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 ich verstehe das total. Ich hätte jetzt auch Appetit auf etwas Menschenfleisch. Ratch, Freunde fürs Leben, Mann! Ratch, Freunde fürs Leben! Oh Gott. Hey, was geht? Das war's. Das war die Mission, glaube ich. Ja. Dann ja. Auf nach Sanctuary. Genau. Aber ich muss eh mal ein bisschen was verkaufen. Ich habe schon jede Menge Inventar. Alles voll. Alles mitgenommen, was ging. Die geht immer, diese Käferchen. Ich hab. Hier lang, hier ist eine Kiste. Echt? Pistolen. Komm, hier kann ich die auch noch mitnehmen zum Verkaufen. Ein bisschen Platz habe ich noch. So. Ich glaube, wir mussten runter zum Schnellreisepunkt. Ich habe keinen Platz mehr. Ein Hoch auf Spiele ohne Sturzschaden. Jo. Sind wir hier überhaupt richtig? Ja, keine. Ja, es sieht so aus. Ja, wir hatten uns doch durchgekämpft. Das war doch hier alles, das, wo wir uns hier so megamäßig durchgebettelt hatten. Ganz am Anfang. Also quasi am Ende, kurz vor Ende der letzten Aufnahme. Machst du schnell Reise? Okay. Ich öffne die Portalsohle. Oh, die sind gesperrt. Reise laufen. Sanctuary.
du erstmal ein bisschen was verkaufen. 27.000 kostet mich, glaube ich, das nächste Speicherdeck-Upgrade. Das müsste auch irgendwann mal fällig sein. Da kann ich nochmal 3 mehr mitnehmen. Jetzt momentan kann ich, glaube ich, 25 Sachen tragen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich tragen kann. Aber nie genug. Das stimmt. Aber irgendwann wird es dann unübersichtlich. Wow. Nee, das ist ich wollte mir nach Goldkies gucken, hatte ich vergessen gehabt. Guckst du vor der nächsten Aufnahme? Mhm. Waffen. Ganz viele Waffen. Hier stimmt, Waffen kann man nie genug haben. Das ist, glaube ich, auch so das Motto der ganzen Amerikaner. Die in der Krise sich erstmal bewaffnen. Ja. Disconnect, disconnect, disconnect. Ah, ich habe 2 Skins. Ich bin sowas von bereit für die Front. Ach so, anschneiden. Ich hab eine zu freischaltbare Waffe im Inventar. Guck mal, ob du auch so einen Würfel hast. Waffenschmuckstück freigeschaltet. Ja, was ist es jetzt aber für eine? Das nicht. Das wahrscheinlich. Peacemaker. Es könnte schlimmer sein. Kenn ich nicht. Ich könnte immer noch Bücher schreiben. Guck dich nur mal an. Oh, da bleib ich lieber Flüchtling. Das Inventar kommt auf Geld. Nur Geld bleibt ewig. Oh, was ist das? Irgendwelche riesengroßen Leuchten explodieren. Puppel schießt das Ding. Ich gucke auch mal kurz. Irgendwas fehlt mir. Das muss ich mal gegen Gegner ausprobieren. Ja, mein gesamter weltlicher Besitz. Ich hab so eine Strahlwaffe gekriegt. Ich wollte gerade sagen, deins schießt irgendwie anders. Zeig mal, schieß mal. Ach, sowas, So, das noch freischalten, das noch freischalten. Gleich mal gucken, was die neuen Skins sind. Ich würde die Malibon alle erledigen. Mit einer besseren Waffe. Hier war das Ding. Neuer Kopf. Vielleicht ist ja ein cooler Kopf. Ach, sowas. Oh Gott, oh Gott. Oh, den können wir mal nehmen. So. Lass mal lieber mal. Der Krieg soll doch eigentlich gut für die Wirtschaft sein, oder? Das müssen wir zu Tarnis. Tennis, gell? Warte mal hier. Halt hier links runter. Wir müssen auf jeden Fall hoch. Ja. Immer den Knutschmund nach. Und jetzt husch! Ich hab jetzt erstmal Wissenschaft zu tun. Und dein natürlicher Geruch ist verführerisch stark. Er lenkt mich ab. Ist irgendwas Cooles bei Doctors, ey. Crimson Raiders auf die Brücke. Und 600er Schild? Kostet ja. Das 1200 nur. Hey, bist du bei Tennis? Hat Tennis das dann? Kaufe ich mir. Was? Also, hat der hier so ein Müll? Ja, das ist deutlich besser. Das alte Schild gleich noch verkaufen. So, und da ich das ja eh wieder reinhole, das Geld durch Verkauf, will ich mir jetzt eigentlich das jetzt gleich machen können. Muss ich nochmal zurück mit dem Speicherdeck Upgrade. Kaufen. So, Upgrades. Speicherdeck, Rucksack. Oh Gott, das nächste kostet dann 81.000. Na gut, dann bin ich halt erstmal auf 28 beschränkt. Aber es geht immer noch 4 Stufen höher. Also kannst du dann nochmal 4x3, nochmal 12 mehr tragen. Also bis zu 40 Waffen zum Schluss, theoretisch. Wir müssen zur Brücke. Ja, wir sind knapp Level 20, das passt auch. Die Mission sollte jetzt zu Level 21 kommen als nächstes, denke ich mal. Das passt also nicht ganz so leicht. Es wird viel Zeit vergehen, bevor Marley Warren die Prügel vergisst. Mal sehen, was die Kalypsos daraus machen.
Jetzt haben wir eine Gelegenheit und wir werden sie ergreifen. Reese, wo ist diese Kammer? Du hast mir den Arsch gerettet und den Arsch aller Atlas-Mitarbeiter. Ärsche sind wichtig. Hör auf, Arsch zu sagen. Also, die Kammer. Sie liegt versteckt unter der Apollyon-Transitstation. Mitten in der Stadt? Wie kommt's, dass sie noch niemand gefunden hat? Die alte Atlas Corporation hat einfach drüber zementiert. Ich habe es herausgefunden, als ich das Ruder übernommen habe. Habe es aber für mich behalten. Viele Einwohner und so. Eine Kammer zu öffnen ist heiß. Oh, diese warme Luft, die aus meinem Laptop strömt. Reese, Ende! Wir müssen schnell sein. Schnell, wir fahren über den Skyway ein. Getränk davor. Verstanden. Ich gehe mit dem Kammerjäger vor. Bei Bier wäre das ärgerlich. Das ist mein Job. Zum Glück schon alle. Warmes Bier ist bei mir. Erwartest du, dass ich das aussitze? Ich komme schon zurecht. Sirene hin oder her. Lilith, wir wissen nicht, was da unten lauert. Könnte hässlich werden. Du hast mich nicht ohne Grund zu den Raiders zurückgeholt. Du bist der Commander. Nutze die Waffen, die du hast. Okay, ich überlasse das dir. Die nächste Kammer machen wir gemeinsam. Sobald du deine Flügel zurück hast. Sicher. Okay, Maya. Oh, du darfst die nächste Kammer öffnen. Das ist meine erste Kammer. Was muss ich einpacken? Nee, du bleibst bei Lilith. Echt jetzt? Wofür habe ich denn trainiert? Ich bin bereit, Maya. Noch nicht. Wir sehen uns auf dem Planeten. Ava, ich könnte Hilfe hier auf der Brücke gebrauchen. Übernimmst du die Kommunikation? Ja, nein, alles in Ordnung. Ach ja, das ist ja sogar eine Nebenmission. Das fetzt sie ja, die können wir nachher mal machen. Ja. Von der Kleinen. Begib dich zur Neon-Autobahn. Dann machen wir das. Da kochst du mir den Skin von meiner Waffe an. Der ist geil. Jetzt, ja. Warte. Wenn du runterkommst. Ich bin genau hinter dir. Yes, ja, ja. Ja, das ist so ein Ding, hatte ich auch schon, wo das vorne dieses drehende Rädchen ist. Nee, auch der Rest von der Waffe. Ja. Guck dir mal den Rest von der Waffe an. Also ich weiß nicht, ob du das bei dir siehst, aber der gesamte Skin bewegt sich. Ja, ja, hinten das auch, ne? Ich hatte so eine Waffe schon gehabt. Jetzt gerade habe ich hier Fraktion Laserwaffen. Also hier so Schocklaser-Gedönse. Mhm. Auf geht's. Machst du? Gut. Jupp. Bin mal gespannt, dieses komische Ding hier mal zu testen. Komischen Granatwerfer oder was auch immer das sein soll. Mit seinen drei Schuss. So, was ist denn jetzt hier der nächste? Der hier sieht so aus. Ja, ich finde, das Schnellreisen haben sie ein bisschen verkompliziert. Mhm. Meridian-Komplex. Oh Gott. Ich fahre wieder und du setzt dich ans Geschütz. Aber jetzt ich glaube, wir brauchen gar kein Auto für die Strecke. Ach so. Das sah relativ kurz aus. Ach so, so. Die Apollyon-Station ist der letzte Halt der Zentrallinie. Neben den zentralen Haupthighway. Leck mich, du willst die Kammer echt öffnen? Viel Glück! Und was immer du da drin findest... Ja, wir können aber fahren, es geht schneller. Na, Vollgas! Achtung! Ein, Trupp Malibon-Verweigerer hat sich beim Zugang verschanzt. Du wirst sie vertreiben müssen, wenn du da durch willst. Ich schicke Atlas-Streitkräfte zur Unterstützung. Yeah! Oh. Du hast meine Gedanken gelesen, Reese. Kammerjäger. Sichere die Rampe und box dich. Oh, das macht auch Schaden. Gut, ich bin auch nur Level 40. Was sagt ihr dazu? Oh, die kann man nicht überfahren. Ich habe das auch so geschafft. Danke. Ah, nee, das sind unsere Verbündeten gewesen. Ja. Deshalb konnte ich sie nicht überfahren. Komm, Kammerjäger. Ja, ich bin doch bereit. Sprich mit Zero. Du suchst einen Weg. Ich räume den Pfad für dich. Schwerter sind praktisch. Also macht er wieder hier sein komisches Loch rein. Oder so. Dann nehmen wir doch mal das Auto, falls wir da drüben ein Stückchen noch fahren müssen.
Hier, wo du stehst, stehst im Weg. Die Kammer wartet. Sag Maya schöne Grüße. Wir kennen uns lang. Auf geht's. Ja, wer weiß, was dann mal lief mit Maya und Neon. Was? Arterial? Was heißt denn das? Ich weiß es nicht. Du bist der Englischmensch.